Herzlich willkommen zum Vegetationsreport in dieser Woche. Heute geht es um das Thema rechtzeitige Bekämpfung von Ausfallraps. Auf dem Weg zu dem geeigneten Schlag muss ich spontan hier anhalten. Was können Sie im Hintergrund sehen? Auf der einen Seite sehr viel Unkräuter wie Melde und auf der anderen Seite sehr viel Quecke. Das ist ein negatives Beispiel dafür, was passieren kann, wenn die Bodenbearbeitung nach der Ernte vernachlässigt wird. Das Thema heißt Acker- oder Feldhygiene. Es kann möglich sein, dass der Landwirt vor Ort einfach abwarten wollte, dass die Quecke genügend Blattmasse hat, um dann auch wirklich den Wirkstoff Glyphosat aufnehmen zu können. Oder dass er es einfach zeitlich in diesem Jahr nicht geschafft hat, eine Bodenbearbeitung rechtzeitig durchzuführen. Und jetzt sieht man hier auch sehr schön, wie schnell eben das andere Unkraut durchwachsen kann, wie Melde, Wicke oder Winde, die jetzt auch schon so entwickelt sind, dass sie Samen produzieren können. Das bedeutet einfach für die Folgejahre, dass ein viel höherer Unkrautbesatz auf diesem Feld vorhanden sein wird. Das kurz vorab dazu und jetzt geht es eben zu dem Schlag mit dem Ausfallraps. Warum stellt Ausfallraps überhaupt so ein großes Problem dar? Wenn Sie genauer hinschauen, können Sie auf einigen Blattunterseiten schon Peronospora erkennen, falschen Mehltau. Auch die Witterung in den letzten Tagen, die feucht war und warm war, stellte eine gute Infektionsmöglichkeit für FOMA dar. Die Ascosporen von FOMA Linga können dann weit durch Wind oder auch Regen auf Nachbarschläge übertragen werden. Und somit kann Ihr frisch ausgesäter Raps schon Wurzelhalsinfektionen bekommen. Außerdem kann es dazu führen, dass wenn Sie die Rapsstoppeln durch eine Bodenbearbeitung nicht rausreißen und durchmischen mit Boden, dass die Infektionen von Verticillium und auch Colanie nicht unterbunden werden. Eine rechtzeitige Bekämpfung von Ausfallraps ist daher notwendig. Das war es kurz dazu. Ich freue mich, Sie in der nächsten Woche unter agrarheute.com wiederzusehen. Bis dahin, tschüss.